Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Berlin-Treptow. Auf der Fernsehwerft direkt an der Spree ist die Matz & Moor TV Produktion GmbH beheimatet. Ihr Geschäftsführer ist zugleich N24-Geschäftsführer Thorsten Rossmann und sitzt hinter diesen Fenstern. Und seit dem 12. Januar 2010 wissen wir, er will N24 kaufen. Thorsten Rossmann, wie steht N24 zurzeit da? Im Verhältnis zu anderen Nachrichten, Ereigniskanälen kann man davon ausgehen, dass N24 gern gesehen wird oder nur oft gesehen wird? Nein, man kann davon ausgehen, dass N24 gern gesehen wird, nebenbei gemerkt auch oft gesehen wird. Vielleicht ein paar Worte zu N24. N24 ist jetzt 10 Jahre lang auf Sendung, am 24. Januar 2000 gestartet. Wir waren damals der zweite private Nachrichtensender in Deutschland. Der Start wurde von dem einen oder anderen Kommentator eher belächelt. Gleichwohl, wir sind seit Oktober 2004 Marktführer in diesem Segment, haben also den Hauptwettbewerber NTV überholt, haben diese Marktführung auch seitdem nicht wieder abgegeben, in keinem Monat, haben einen Marktanteil im Augenblick von 1,3% bei der für uns relevanten Zielgruppe, den 14- bis 49-Jährigen, haben eine klar positionierte Marke und sehr hohe Akzeptanzwerte, was sich dann zu guter Letzt auch in der Verweildauer ausdrückt. Da haben wir jetzt im Schnitt 12 Minuten. Das ist für Nachrichten, Fernsehen sehr viel. Also der durchschnittliche Zuschauer verweilt 12 Minuten. Bei uns, als ich angefangen habe, bei N24 als Geschäftsführer zu arbeiten, 2003, da waren das 3-4 Minuten. Insoweit sieht man, Nachrichtenfernsehen erfährt größere Akzeptanz, ist ein wachsender Markt. Es gibt mittlerweile 8 Wettbewerber in Deutschland. Man muss sich vorstellen, in anderen Sparten-Segmenten des deutschen Fernsehmarktes, beispielsweise Musik, da gibt es einen Anbieter, bei den Kindern gibt es 3, im Sport 2, im Nachrichtenbereich 8, immer die Öffentlich-Rechtlichen mitgezählt. Hier sind die N24 Nachrichten um 20 Uhr. Schönen guten Abend. Nun ist es ja nicht üblich, dass ein Geschäftsführer seinen eigenen Fernsehsender kaufen will, auch wenn er noch so gut dasteht, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Normalerweise müssten die Gesellschafter ja interessiert sein, das im Portfolio des Senderverbundes zu behalten. Aber Sie sind mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten ja nicht als Fantast, sondern als Realist, nehme ich mal an. Welchen Vorteil bringt es, wenn Sie N24 kaufen für Sie selbst und für N24? Gut, dazu muss man natürlich den Rahmen sehen. Der Rahmen besteht darin, dass der Vorstand der ProSiebenSat.1-Gruppe dem Gedanken an einen Verkauf des Senders jetzt sehr deutlich und sehr öffentlich nahegetreten ist. Vor diesem Hintergrund habe ich es für richtig gehalten, auch mein unternehmerisches Interesse an N24 deutlich zu machen. Verbunden sind damit auch Überlegungen, wie man aus Sicht jetzt der ProSiebenSat.1-Gruppe das Nachrichtenthema, den Nachrichtenbereich insgesamt wirtschaftlich neu aufstellen kann. Und das ist eine Ausgangsvoraussetzung, mit der wir uns als Management natürlich ohnehin tagtäglich zu beschäftigen haben. Insofern haben wir gute Voraussetzungen, diese Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig ist es so, niemand kennt den Sender so gut wie wir. Wir sind diejenigen, die die Mitarbeiter auch kennen. Das bietet für die Mitarbeiter an sich die Gewähr, dass sie hier auch fair und auf Augenhöhe behandelt wird, soweit es eben die sicherlich zu treffenden Restrukturierungsmaßnahmen dann zulassen. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen mit einem Geschäftsmodell beschäftigen, das wir aufsetzen, was wirtschaftlich tragfähig ist, unter den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen, die in der ProSiebenSat.1-Gruppe im Augenblick diskutiert werden. Wir werden schauen, dass wir so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten, dass wir dann auch, und das ist in Verbindung mit Matz & Moor, dem Produktionsunternehmen des Frühstücksfernsehens und des Sat.1-Magazins, dann auch möglich, dass wir hier also im Verbund ein sehr breit aufgestelltes Produktionsunternehmen schaffen können, dessen Portfolio von Hard News, Talksendungen, Magazinen, Reportagen, Dokumentationen bis hin zu Boulevard TV reicht.
Und insofern rechnen wir uns hier auch gute Chancen aus, neue Formate zu akquirieren und dann zu produzieren. Insofern sind wir hier zuversichtlich, für den Sender, aber auch für seine Mitarbeiter das Beste zu erreichen. Das klingt alles schon sehr reif und auch Fernsehvorstand Andreas Bartel von der ProSiebenSat.1 Media findet laut Kressreport Ihre Geschäftsidee interessant, so wird berichtet. Was könnte denn den Verkauf an Sie noch behindern? Gibt es da noch sowas wie ein Interesse der Finanzinvestoren, die sagen, nein, das wird uns möglicherweise auf die Füße fallen, wenn wir den Nachrichtensender rauslösen, weil auch in Deutschland die Medienaufsicht vielleicht noch Bedingungen stellen wird? Das ist jetzt schwer abzuschätzen, was das noch verhindern oder verändern kann. Man muss klar sehen, ein MBO, ein Management Buyout, ist eine von mehreren Optionen, die der Vorstand derzeit prüft. Dazu kommt dann auch, dass ein Verkaufsprozess möglicherweise gestartet wird, wo dann externe Interessenten für N24 bieten. Das können große Verlagshäuser sein, das können Medienunternehmen, das können auch Private Equity Investoren sein, die hier Interesse haben, ein solches Asset im deutschen Fernsehmarkt mit einer solchen Marktstellung zu erwerben. Insofern, hier liegt noch viel Arbeit vor uns und am Ende wird der Vorstand entscheiden, die Kriterien, nach denen entschieden wird, neben den wirtschaftlichen Aspekten, werden das sicherlich auch Punkte sein, wie viele Arbeitsplätze werden erhalten, wie sieht die Positionierung aus, wie nachhaltig ist ein neues Geschäftskonzept. Und dann werden wir sehen, ob wir am Ende den Zuschlag bekommen oder nicht. Es spricht einiges dafür. Gerade in der Verbindung mit meinem Partner Stefan Aust haben wir hier, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen, für Nachhaltigkeit zu sorgen, für ein journalistisches Profil. Wir sind sicherlich, wenn es denn dazu kommt, dass wir den Sender kaufen können, ein unabhängiges Unternehmen. Das heißt, wir tragen zur Meinungsvielfalt in Deutschland bei. Das wäre nicht der Fall, wenn einer der Großverlage beispielsweise N24 kaufte. Also es gibt viele Gründe, sowohl für den Vorstand wie auch für die Politik, die sich natürlich völlig zu Recht, wie Sie sagen, mit den Vorgängen befasst, dass die also sagen, okay, das wäre ein Weg, den man gehen kann und den wir auch akzeptieren.